Wir beginnen unseren Spaziergang bei jenem Brunnen, nach dem das Schloss Schönbrunn benannt ist, dem Schönen Brunnen. Dieser liegt versteckt zwischen den Hecken im Schlosspark und beim Brunnenhaus angekommen, werfen wir einen Blick ins Innere. Dort kannst du in der Mauer einen alten Stein mit einem doppelten M und einer Krone sehen, der an den Entdecker des Schönen Brunnens erinnert. Die Legende besagt nämlich, dass Kaiser Matthias die Quelle 1612 während einer Jagd entdeckte und entzückt ausrief: "Oh, was für ein schöner Brunnen!" Neueren Forschungen zufolge geht die Entdeckung des Schönen Brunnens allerdings bereits auf Kaiser Maximilian II. Zurück, der das Anwesen 1569 gekauft hatte. Und das Wasser des Schönen Brunnens galt als besonders wohlschmeckend. Deshalb wurde es als Tafelwasser am Wiener Hof getrunken und bis in die 1980er ging ein kleines Entgelt auch an Parkbesucher ausgeschenkt. Die Quelle des Schönen Brunnens entspringt übrigens nicht direkt unter dem dekorativen Brunnenhaus, sondern ein paar Schritte weiter am Fuße des Gloriettbergs. Wenn du genau schaust, kannst du die unscheinbare Quellkammer auf deinem Spaziergang entdecken. Wo sie sich genau befindet, habe ich dir übrigens auf einer Karte auf meiner Website www.gretewalz.com markiert. Und auf dieser Karte siehst du auch alle weiteren in diesem Video besuchten Orte. Als nächstes sehen wir uns jene Teile im Schlosspark an, die im 18. Jahrhundert unter Maria Therese entstanden. Denn wie bereits in meinem Video zur Geschichte vom Schloss Schönbrunn erklärt, ließ Maria Therese sowohl das Schloss als auch den Park nach ihren Vorstellungen umgestalten. Übrigens, wenn du mehr zum Leben von Maria Therese, Österreichs einziger weiblicher Herrscherin, erfahren möchtest, dazu habe ich ebenfalls bereits ein Video gemacht und das verlinke ich dir hier und in der Videobeschreibung. Maria Theresia herrschte im 18. Jahrhundert über die Habsburgerlande. Das war die Zeit des Barock und damals liebte man besonders prachtvolle Schlossanlagen, die man mit akkurat gestutzten Gärten umgab. So drückte man aus, dass sich sogar die Natur dem Herrscher beugen musste. Und mit diesem Hoheitsanspruch ließ auch Maria Theresia den Schlosspark Schönbrunn repräsentativ ausbauen. Die dekorativen Beete im großen Parterre wurden ausgeweitet und mit mythologischen Figuren bevölkert. Außerdem entstanden die Gloriette und die opulenten Prunkbrunnen im Park, die wir uns jetzt genauer ansehen. Und wir starten beim Neptunbrunnen. Der namensgebende Meeresgott Neptun steht hier ganz oben und bändigt das Wasser. Dieses stürzt zunächst wildschäumend in die oberste Schale des Brunnens und gleitet dann in einem ruhigen Teppich weiter in die unteren Brunnenbecken. So wird bei diesem Prunkbrunnen dargestellt, dass es der Kaiser versteht, die Kräfte seines Landes zu bändigen. Dieses Wasserspektakel kannst du auch noch von der Rückseite des Brunnens inklusive imposanten Ausblick auf das Schloss ansehen. Als nächstes geht's zur römischen Ruine, die übrigens auch neu schon so kaputt ausgesehen hat. Denn sie stellt das von den Römern besiegte Karthago dar. Die einzigen unbeschädigten Figuren in der Mitte des Brunnens sind die Flussgötter von Donau und Enns, die die Kernländer Österreichs symbolisieren. Das soll die Beständigkeit der Dynastie Habsburg-Lothringen ausdrücken. Nur ein paar Schritte von der römischen Ruine entfernt gelangen wir zum dritten großen Brunnen, dem Obelisk. Der Obelisk symbolisiert die Standhaftigkeit der Dynastie. Der Adler an der Spitze steht für den Kaiser und die Hieroglyphen stellen Ereignisse und Errungenschaften aus dem Leben Maria Theresias dar. Und nachdem zur Zeit Maria Theresias die ägyptischen Hieroglyphen noch nicht entschlüsselt waren, hat man für diesen Obelisk kurzerhand eigene Zeichen erfunden. Vom Obelisk spazieren wir bergauf in Richtung Gloriette und stoßen hier auf ein Schwimmbad. Denn das Schönbrunner Bad war ursprünglich jenes Wassersammelbecken, mit dem der Obeliskbrunnen betrieben wurde. Denn um die Prunkbrunnen effektvoll zu betreiben, musste erst die Wasserversorgung sichergestellt werden. Das Wasser für die Prunkbrunnen wurde nämlich über eine extra errichtete Wasserleitung nach Schönbrunn gebracht und in den Bassins bei der Gloriette gesammelt. Auch heute noch versorgen die Bassins bei der Gloriette die Prunkbrunnen mit Wasser. Das Wasser selbst stammt allerdings nicht mehr aus der historischen Wasserleitung, sondern aus eigenen tiefen Brunnen mit 70 Metern Tiefe. Nach unserem kurzen Zwischenstopp beim Schönbrunner Bad sind wir jetzt bei der Gloriette angekommen und genießen erst einmal den Ausblick. Denn von hier hast du eine wirklich unvergleichliche Perspektive auf das Schloss. Und auch die Gloriette selbst ist natürlich weithin sichtbar. Deshalb war für Maria Theresia klar, auf dieser Anhöhe muss etwas ganz Besonderes stehen.
Daher ließ sie einen Ruhmestempel für den gerechten Krieg errichten und das Gebäude mit allerlei Kriegssymbolen dekorieren. Beim Bau der Gloriette zeigte Maria Theresia übrigens Kostenbewusstsein, denn viele Bauteile und Dekorationen, wie zum Beispiel die Arkadenbögen, Doppelsäulen und diese Stierköpfe, wurden kurzerhand vom desolaten Schloss Neugebäude abmontiert und hier wiederverwendet. Heute ist die Gloriette ein besonders beliebter Aussichtspunkt im Park, inklusive Kaffeehaus und Aussichtsterrasse. Nach der Gloriette geht's als nächstes in den westlichen Teil des Schlossparks, wo sich alles um seltene Tiere und Pflanzen dreht. Denn Maria Theresias Mann, Kaiser Franz I., war naturwissenschaftlich äußerst interessiert und finanzierte sogar eigene Expeditionen, um exotische Pflanzen und Tiere nach Wien zu bringen. Und die fanden ihre neue Heimat in Schönbrunn. Während Maria Theresia den Schlosspark Schönbrunn hauptsächlich nach repräsentativen Gesichtspunkten gestaltete, nutzte ihr Mann, Franz Stephan von Lothringen, die Fläche hauptsächlich für naturwissenschaftliche Forschungen. Und so entstanden der Tiergarten und auch der Botanische Garten in Schönbrunn. Und in den Tiergarten geht's auch gleich als nächstes und dort besuchen wir die großen Pandas. Diese seltenen Tiere sind ein absoluter Publikumsliebling und der Tiergarten Schönbrunn ist einer der wenigen weltweit, in dem sogar schon Panda-Babys geboren wurden. Neben exotischen Tieren wie den Pandas und noch 700 weiteren Tierarten ist der Zoo auch die Heimat seltener Nutztierarten. Diese kannst du dir im Tiroler Garten ansehen, in dem übrigens auch schon die Milchkühe von Kaiserin Elisabeth geweidet haben. Mehr zu dieser etwas schrägen Geschichte erfährst du übrigens in meinem Video zu ungewöhnlichen Sissi-Sehenswürdigkeiten. Und wenn wir schon im Zoo sind, sehen wir uns auch gleich den Kaiserpavillon an, der Mitte des 18. Jahrhunderts für Kaiser Franz I. errichtet wurde. Gerüchten zufolge war in diesem Pavillon das geheime Forschungslabor des Kaisers untergebracht. Beweise gab es dafür aber nie. Fest steht jedoch, dass in diesem Pavillon Kaiser Franz I. und Maria Theresia gerne ihr Frühstück gemeinsam einnahmen. Und von dem Pavillon aus hatte das kaiserliche Paar den perfekten Ausblick auf jene 12 Tiergehege, die fein säuberlich um das Gebäude herum angeordnet waren. So sah der Tiergarten nämlich ursprünglich aus. Dem Kaiserpavillon kannst du übrigens auch einen Besuch abstatten und im Café darin eine imperiale Pause einlegen. Sowohl der Tiergarten als auch der restliche Schlosspark Schönbrunn waren ursprünglich nur für auserwählte Gäste des Kaisers zugänglich. Das änderte sich erst 1778, als der Sohn von Maria Theresia, Kaiser Joseph II., die kaiserlichen Gärten für die Bevölkerung öffnete. Falls du jetzt Lust bekommen hast, das Schloss und den Schlosspark zu besuchen, dann solltest du dir vorher noch mein Video mit Profi-Tipps für deinen Schönbrunn-Besuch ansehen. Ich verlinke dir das Video gleich hier und in der Videobeschreibung. Und falls dir dieses Video gefällt, freue ich mich, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Dankeschön! Nachdem wir uns gerade den Tiergarten angesehen haben, schauen wir uns als nächstes die seltenen Pflanzen in Schönbrunn an. Der Grundstock der botanischen Sammlungen geht ebenfalls auf Kaiser Franz I. zurück und daher ist er hier auch mit einer eigenen Statue verewigt. Aber auch seine kaiserlichen Nachfolger waren botanisch äußerst interessiert und investierten daher einiges in die Gärten, Glashäuser und botanischen Sammlungen in Schönbrunn. So entstanden im 19. Jahrhundert der natürlich wirkende Botanische Garten, den du übrigens kostenlos besuchen kannst, sowie das imposante Palmenhaus und das Wüstenhaus. Die letzten beiden wurden übrigens von Österreichs wohl bekanntestem Herrscher, Kaiser Franz Josef, errichtet. Mehr über sein bewegtes Leben erfährst du in diesem Video. Oder du tauchst in diesem Video in die Geschichte vom Schloss Schönbrunn ein. Viel Spaß damit und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dankeschön und bis bald!